Das Jahr 1978. Argentinien wird Fußballweltmeister und in England das erste Retortenbaby geboren. Die Bee Gees erobern mit Staying Alive die Diskotheken dieser Welt. In der Automobilindustrie sorgen der BMW M1 und der Renault 5 Turbo für Aufsehen. In Emden läuft der letzte deutsche VW Käfer vom Band. In der Formel 1 heißt der amtierende Weltmeister Niki Lauda. Nach seinem schweren Unfall 1976 war der Titel das Resultat eines eindrucksvollen Comebacks. Die Saison mit Ferrari war erfolgreich, trotzdem zerbricht die Freundschaft. Daher fährt er 1978 für Brabham. Seinen Platz bei Ferrari nimmt ein neuer junger Fahrer ein, Gilles Villeneuve. Ferrari gewann letzte Saison den Konstrukteurstitel, aber aufgrund des Designs ist Lotus 1978 das Team der Stunde. Der große Preis von Argentinien. Das erste Mal seit 4 Jahren sitzt Niki Lauda nicht im Ferrari. Der Weltmeister hat das Maranello Rot gegen das von Brabham getauscht. Mario Andretti hingegen fährt immer noch für Colin Chapman und Lotus. Als dritter Pilot neben Andretti und Peterson ist der Mexikaner Hector Rebaque von Tyrrell zu Lotus zurückgekehrt. Er kann sich aber in Südamerika nicht qualifizieren, genauso wie diese junge Dame. Divina Galica ist eine erfolgreiche Skiläuferin, die sich hier auf ungewohntem Terrain bewegt. Auch in 2 Rennen außerhalb der WM konnte sie sich nicht für den Start qualifizieren. Zu ihrer Ehrenrettung sei gesagt, dass der veraltete Hesketh, den sie in Südafrika fährt, auch nicht das geeignete Auto ist, um sich im Feld der Besten zu etablieren. Clay Regazzoni hofft ebenfalls, dass es aufwärts geht. Er ist von Ensign zu Shadow gewechselt. Alan Jones hat dafür Shadow verlassen und fährt im neuen Team von Frank Williams. Jean-Pierre Jarier von ATS hat mit Jochen Maas ebenfalls einen neuen Mitstreiter. Der Amerikaner Brett Langer steuert dieses Jahr einen M23, während Jody Scheckter nach wie vor alleine für das Wolf-Team an den Start geht. Wolfs Erfolgsformel lautet: ein Auto, ein klasse Fahrer und gutes Personal, wie Designer Harvey Postlethwaite oder Manager Peter Waugh. Tyrrell hat seinen 6-rädrigen Boliden ins Museum gestellt und bringt mit dem neuen Designer Maurice Philippe auch ein neues Auto an den Start, den 008. James Hunt ist fester Bestandteil des McLaren-Teams. Er bekommt mit dem Franzosen Patrick Trombay einen neuen Piloten an die Seite. John Watson ist Teamkollege von Niki Lauda bei Brabham. Beide hoffen, dass der Wagen die Performance zeigt, die er letztes Jahr schon angedeutet hat. Gilles Villeneuve steht vor seiner ersten kompletten Formel-1-Saison mit Ferrari. Jochen Maas ist einer der Letzten, der sich in die Aufstellung zum ersten Formel-1-Rennen 1978 begibt. Der Start in Buenos Aires. Ein Triumphlauf für Mario Andretti. Er startet von Pole und beendet das Rennen auch als Erster. Mit seinem JPS Lotus 78 Flügelrennwagen zeigt er direkt im ersten Rennen, wer das beste Design hat. Niki Lauda wird Zweiter. Ein guter Start für ihn und sein neues Team. Patrick Depailler wird mit dem neuen Tyrrell Dritter. Ebenfalls ein gutes Resultat. Der große Preis von Brasilien wird zum ersten Mal auf einem Kurs in der Nähe von Rio ausgetragen. Die Bedingungen sind allerdings wie gewohnt extrem heiß. Hunt und Trombay stecken in wassergekühlten Overalls. Das bringt allerdings wenig. Der Kurs ist extrem anstrengend. Das Rennen ist ein Test für menschliches und materielles Durchhaltevermögen. Davina Galica fehlt offenbar die physische Stärke. Sie kann bei den Zeiten der Männer nicht mithalten. Die Reifen spielen nicht nur hier eine wichtige Rolle. Ferrari wagt es 1978, den Lieferanten zu wechseln. Die Pneus kommen nicht mehr von Goodyear, sondern erstmals von Michelin, die den Amerikanern seit letzter Saison das Reifenmonopol streitig machen. Arrows ist ein neues Team im Formel-1-Zirkus mit Patrese im Cockpit.
Das Team wird von Ex-Shadow-Mitarbeitern gegründet. Daher ist das Design des Wagens auch fast identisch mit dem neuesten Shadow. Der Streit darüber hält noch einige Zeit an. Durch seinen Erfolg und seine Persönlichkeit ist James Hunt in seiner britischen Heimat ein Promi. Sogar Rockstars wie Rod Stewart lassen sich jetzt gern mit ihm sehen. Während James Hunt wieder in seinem Arbeitsplatz sitzt, wandern Rod Stewart und Bernie Ecclestone durch die Startaufstellung. Nach dem Start wird schnell klar, dass Ferrari mit dem Wechsel zu Michelin alles richtig gemacht hat. Carlos Reutemann setzt sich, aus der zweiten Reihe startend, direkt an die Spitze des Feldes und fährt einen ungefährdeten Start-Zielsieg ein. Lauda kämpft sich vom 10. Startplatz auf 3 vor. Aber die große Überraschung ist Ex-Weltmeister Emerson Fittipaldi, der das bisher beste Resultat für Copper-Suit Car einfährt. Er wird Zweiter. In den Tagen, bevor die Rennstrecken riesigen Fernsehstudios gleichen, herrscht im Fahrerlager von Kyalami 1978 eher eine Atmosphäre wie auf einem Campingplatz. Gilles Villeneuve, Walter Wolf oder James Hunt vertreiben sich die Zeit mit den Fans. Es geht alles viel entspannter zu als heutzutage. James Hunt nutzt die Zeit, um mit den Teamkollegen zu sprechen. Die Konversation mit Ronnie Patterson allerdings sieht schon etwas ernster aus. Ferrari ist erstmals mit dem neuen T3 angereist, eine Weiterentwicklung des 312 T2, mit dem Lauda die Weltmeisterschaft geholt hat. Auch Brabham hat für die Piloten Lauda und Watson neue Autos. Wie bei Ferrari ist es ein Upgrade der 77er-Version. Ferrari und Brabham Alpha hinken der Entwicklung der Wing Cars, der Rennwagen mit Spoilern im Stile eines Lotus 78, hinterher. Ihre 12-Zylinder-Boxermotoren sind zu groß, um den aerodynamischen Effekt der Seitenschürzen sowie Lotus voll ausnutzen zu können. Andere Cosworth-motorisierte Teams stecken ebenfalls mitten in der Entwicklung. Bisher sind nur die Wagen von Arrows und Shadow rennfertig. Bei Copper Suit Car und dem Rest des Feldes hängen die Entwürfe noch am Zeichenbrett. Kyalami ist auch die Wiederkehr des 1,5-Liter-Turbomotors von Renault, der Jean-Pierre Jabouille zu bändigen versucht. Der kompakte Rennwagen der Franzosen hat im letzten Jahr die Michelin-Reifen in die Formel 1 gebracht, die Ferrari in Brasilien den Sieg gebracht haben. Trainingsschnellste aber sind Andretti und Lauda, vor Hunt und Tambay in ihren McLarens. Der Start in Südafrika verläuft ohne Zwischenfälle. Andretti geht in Führung, doch Zweiter ist jetzt Jody Scheckter, der sich aus der dritten Startreihe nach vorne schiebt. Die Südafrikaner auf ihren selbstgebauten Tribünen sind begeistert, als ihr Landsmann die Führung übernimmt. Doch die hält nicht lang, denn hinter dem Führungsquartett liegt auf einmal Riccardo Patrese in seinem Arrows. Der Italiener kommt immer weiter nach vorne und in der 26. Runde überholt er schließlich Scheckter. Hinter ihm liegt kurz darauf Depailler, vor Lauda, während Andretti und Scheckter an Boden verlieren. Patrese führt fast 40 der 78 Runden, bevor er mit Motorproblemen ausscheiden muss. Depailler hat nun alles in der Hand, aber 3 Runden vor Schluss hat auch er Probleme. Andretti geht beinahe das Benzin aus, sodass der Überraschungssieger Ronnie Patterson heißt. Von Platz 11 gestartet hat er sich kontinuierlich nach vorne gearbeitet und kommt schließlich vor Depailler und John Watson ins Ziel. Auch Alan Jones ist mit seinem 4. Platz im Williams mehr als zufrieden. Der Formel-1-Tross zieht weiter nach Long Beach zum Grand Prix an der US-Westküste. Das letzte Rennen, bevor es dann endlich nach Europa geht.
Es ist noch früh in der Saison. Jody Scheckter hat noch keinen WM-Punkt eingefahren. Mario Andretti führt die Wertung mit lediglich einem Punkt an. Alles ist offen. Die feuerfeste Schutzkleidung der Piloten wird immer weiter verbessert. Vor allem amerikanische Firmen arbeiten an der Feuerfestigkeit der Helme, Schuhe, Overalls, Handschuhe und Unterwäsche. Spätestens seit dem Feuerunfall von Niki Lauda heißt das Zauberwort Zwiebeltechnik. Schicht über Schicht ist der Schlüssel zur Sicherheit. Ähnlich wie in Monaco ist der Kurs von Long Beach ein Straßenkurs. In der Startaufstellung auf der Linden Avenue nimmt Gilles Villeneuve die Position neben Poleman Carlos Reutemann ein. Die Michelin-Reifen funktionieren offensichtlich auch hier bestens. Hinter den beiden kommen Lauda und Andretti, danach Watson und Patterson. Drei Teams, Ferrari, Brabham und JPS Lotus, machen die ausgeglichenen ersten drei Startreihen aus. Zwischen Reutemann und Patterson liegt weniger als eine Sekunde. Der Start in Long Beach. Villeneuve kommt am besten weg und geht in Führung, bis er zur Halbzeit des Rennens von der Strecke rutscht. Auch wenn er Opfer seiner jugendlichen Unerfahrenheit wird, so gibt es keinen Zweifel an seinem Talent. Reutemann fährt kontrolliert, erbt die Führung und gewinnt sein zweites Rennen diese Saison. Mit überlegter und schonender Fahrweise holt sich Andretti Platz 2 vor Depailler, der mit dem Tyrrell 008 wieder einmal aufs Podium fährt. Carlos Reutemann hat bei der Ehrenrunde gut lachen, denn mit den 9 Punkten von Long Beach führt er zusammen mit Mario Andretti die WM-Wertung an. Dahinter folgen mit 4 Punkten Abstand Depailler und Patterson. '78 jetten die Fahrer von einem Straßenkurs zum nächsten. Monaco ist das erste Rennen in Europa. Die Piloten haben nun den direkten Vergleich zwischen den breiten Boulevards von Long Beach und den eher engen Gassen in Monaco. Patrick Depailler freut sich besonders auf ein Rennen, das mehr oder weniger auf französischem Boden stattfindet. Ricardo Patrese und der Engländer Rupert Keegan sind zum ersten Mal mit der Formel 1 im Fürstentum. Emerson Fittipaldi ist dagegen ein alter Hase, genauso wie Jackie X, der am Steuer des Ensign ein Comeback feiert. Vittorio Brambilla kann sich mit seinem Surtees nicht qualifizieren und befindet sich dabei in illustrer Gesellschaft, denn auch Jarier und Jochen Maas schaffen es nicht. Die Anspannung zeigt sich im Gesicht von Villeneuve. Er startet immerhin als Achter. Für seinen Teamkollegen Reutemann zahlt sich die Kombination aus Ferrari-Power, Michelin-Reifen und Erfahrung aus. Er beendet das Training mit Bestzeit. Tyrrells Sponsorenverbindung mit Elf hat zur Folge, dass immer ein französischer Fahrer im Team ist. Dieses Jahr sogar zwei. Der neue Mann Didier Pironi hat in Monaco sogar schon gewonnen, allerdings in der Formel 3. Für Pironi spricht die Jugend, für Regazzoni und Andretti jahrelange Erfahrung. Mit den Vertragsfahrern Ronnie Patterson und Mario Andretti besitzt Colin Chapman eines der stärksten Teams in dieser Saison. Ligier, Wolf und Renault treten alle nur mit einem Fahrer an. Jacques Lafitte zahlt die besondere Aufmerksamkeit, die er bekommt, mit guten Resultaten zurück. Das Auto wird von Rennen zu Rennen besser. Im Training setzt Wolf einen neuen Wagen ein, den WR5. Aber für das Rennen soll Scheckter wieder mit dem WR1 an den Start gehen. Der Renault gibt zwar noch nicht den Ton an, bringt aber mit seinem Turbo einen neuen Sound in die Formel 1. Der 12-Zylinder-Alpha-Motor des Brabham ist da eher was für Traditionalisten. Watson stellt ihn neben den Ferrari von Reutemann in die erste Reihe. Dahinter folgt der zweite Brabham von Lauda. Die Ankunft von Grazia Patrizia und Fürst Rainier bedeutet, dass der Start nicht mehr lange auf sich warten lässt. Reutemann hat ganz vorne in seinem Ferrari Platz genommen, während Watson und sein Mechaniker Herbie Blash die Leute aus dem Weg haben wollen, um die erste Kurve einsehen zu können.
Niki Lauda hat noch ein letztes taktisches Gespräch mit Designer Gordon Murray. Dann geht das Feld auf die Einführungsrunde, bevor es endlich starten darf und zum ersten Mal unter Rennbedingungen durch die Saint-Devaud den Hügel rauf zum Casino jagt. Watsons Brabham führt, aber von Reutemann ist keine Spur. Er ist mit Lauda am Eingang der ersten Kurve kollidiert und auf den letzten Platz zurückgefallen. Als der Rest des Feldes von den Höhen Monte Carlos schon wieder auf dem kurvigen Weg runter zum Hafen ist, muss die Nummer 1 von Ferrari für neue Reifen an die Box. Er kommt zurück ins Rennen, aber seine Siegeschancen sind gleich null. Ihm bleibt nur zusammen mit allen anderen die Verfolgung von Watson. Hunt ist auf der Suche nach einem Platz, wo er seinen Wagen abstellen kann. Auch er wurde durch den Zwischenfall von Reutemann und Lauda behindert und crashte in die Leitplanken. Vorne kämpfen Watson und Depailler um die Führung. Die beiden werden von Lauda gejagt, der sich wiederum ein wenig von Andretti, Scheckter, Patterson und Villeneuve absetzen kann. Depailler folgt jeder noch so kleinen Bewegung von Watson. Zur Hälfte des Rennens schafft der Franzose es dann tatsächlich, den Brabham zu überholen. Auch wenn die Augen der Tyrrell-Crew vor allem auf den führenden Depailler gerichtet sind, entgeht ihnen nicht, dass sich zwei Runden vor Schluss Lauda an Scheckter vorbei auf den zweiten Platz schiebt. Der Österreicher kann den Tyrrell-Sieg aber nicht mehr verhindern. 20 Sekunden fehlen ihm. Trotzdem, Lauda, der wegen eines unvorhergesehenen Reifenwechsels an die Box musste, fährt wie ein wahrer Champion. Die karierte Flagge signalisiert Depailliers ersten Grand Prix-Sieg. Eine großartige Belohnung für einen Piloten, der schon 68 Formel-1-Rennen hinter sich hat. Alle für Tyrrell. Dass dieser Sieg ihn auch in die Spitze der Fahrerwertung katapultiert, macht sein Treffen mit der Fürstenfamilie noch angenehmer. Der große Preis von Belgien in Zolder. Das Gesprächsthema Nummer 1 ist die Reaktion von Goodyear auf Michelins Erfolg in der Formel 1. Bisher beliefern die Franzosen lediglich 3 Wagen und Goodyear weit über 20. Jetzt hat der amerikanische Hersteller angekündigt, dass er in Zukunft nur noch 8 Fahrer mit der Profipalette seiner Reifen ausstatten will. Andretti, Depailler, Fittipaldi, Hunt, Lauda, Patterson, Scheckter und Watson plus die 2 schnellsten Qualifikanten. Der Rest muss mit Standardreifen zurechtkommen. Es ist eine äußerst unpopuläre Entscheidung, denn alle, die mit den Standardreifen unterwegs sind, sprechen von Holzreifen. Aber für Goodyear ist es die einzige Chance, gegen einen Konkurrenten zu bestehen, der lediglich 2 Teams beliefert. Goodyear hat auf alle Fälle das Team unter Vertrag, das technisch allen anderen voraus ist. In Zolder geht erstmals ein verbesserter Lotus 78 an den Start. Der legendäre Lotus 79, wieder ein Flügelauto. Andretti holt damit die Pole. Der Wagen hat die gleiche Designgrundlage mit den Seitenschürzen, welche die Straßenlage verbessern sollen. Colin Chapman erklärt, welches Prinzip hinter der überarbeiteten Konstruktion steckt. In den letzten Jahren haben wir uns vor allem damit beschäftigt, wie wir die Luft über den Wagen lenken, ohne dass sie darunter kommt. Jetzt versuchen wir, die Luft unter das Auto zu bringen und gestalten gleichzeitig die Unterseite des Boliden so, dass dadurch ein größerer Abtrieb erzeugt wird. Anders gesagt, der Luftstrom unter dem Auto hält es auf der Straße. Er verbessert den Grip der Reifen und bewirkt mehr Stabilität und damit auch Sicherheit. Wolfs WR5 ist ebenfalls neu. Er hat ein weit weniger radikales Design als der Lotus. Dafür hat der Wolf seinen Ölkühler an einer ungewöhnlichen Position, direkt auf der Nase. Und die Flügelstützen sind U-förmig, wie beim Renault. Bruno Giacomelli, der letztes Jahr schon in Italien für McLaren gefahren ist, ist wieder zurück im Team. Beim Start behauptet Andretti seine Pole Position und kann sie bis ins Ziel verteidigen. Lediglich Ferrari-Pilot Gilles Villeneuve kann mit dem neuen Lotus mithalten. Allerdings fällt der Kanadier nach 40 Runden aus, als einer seiner Vorderreifen den Dienst versagt. Er kann sich noch an die Box retten, doch nach dem Reifenwechsel ist er keine Gefahr mehr für Andretti.
Auch Pettersen braucht neue Reifen, aber er kämpft sich mit der schnellsten Rennrunde zurück und wird Zweiter vor den Ferraris von Reutemann und Villeneuve. Colin Chapman ist glücklich, als er seine Fahrer in Empfang nimmt. Der Flügelrennwagen ist angekommen und er ändert das Gesicht der Formel 1 in den nächsten Jahren gründlich. Und durch den Erfolg geht Andretti auch in der WM wieder in Führung. Das nächste Rennen, der große Preis von Spanien in Jarama, in der Nähe von Madrid. Ein weiteres Beispiel für die Überlegenheit des neuen Lotus 79. Ex-Weltmeister Hunt führt die ersten 5 Runden. Doch er und sein McLaren-Team zeigen nicht die Leistung, die sie in früheren Jahren ausgezeichnet hat. Letztlich wird der Brite Sechster. Andretti übernimmt die Führung von Hunt. Pettersen, der von Platz 2 gestartet ist und zwischenzeitlich auf Platz 9 lag, kämpft sich spektakulär zurück und beendet das Rennen als Zweiter. Colin Chapmans Mütze fliegt wieder einmal Richtung Orbit und die beiden Lotus-Fahrer stehen zusammen mit dem spanischen König stramm zur amerikanischen Nationalhymne, zu Ehren Mario Andrettis. Neben ihnen ist Jacques Lafitte auf dem Podium und zeigt Goodyear, dass er die besseren Reifen des US-Herstellers verdient hätte. Der amerikanische Reifenlieferant war obenauf, denn beide Ferraris hatten Probleme mit ihren Michelins. Für den schwedischen Grand Prix in Anderstorp hat sich das Brabham-Team etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die gesamte Boxengasse, alle Designer, Teammanager, Fahrer und Journalisten reden nur über den neuen BT46 und wundern sich, was wohl hinter dem Staubfänger steht, der aus dem Heck herausschaut. Colin Chapman und Ken Tyrrell fragen Brabham-Chefmechaniker Herbie Blash und Designer Gordon Murray aus, während Niki Lauda von der Presse zur Rede gestellt wird. Die Renault-Vertreter stehen mit Bernie Ecclestone zusammen und Jacques Lafitte bedrängt Mechaniker Ermanno Kuoge. Aber niemand verrät irgendetwas. Die offizielle Aussage ist, dass der Auslass am Heck des Brabham lediglich ein überdimensionaler Kühler für den Alfa Romeo 12-Zylinder-Boxermotor ist. Aber die Designer unter den Schaulustigen fragen sich, warum der Wagen dann seitliche Schürzen braucht, die bis auf den Boden reichen, wie bei einem Luftkissenboot. Und warum ein Luftdruckfühler wie ein Flugzeug aus der Nase hervorragt. Jeder weiß, dass Gordon Murray ein einfallsreicher Konstrukteur ist, aber was hat er diesmal ausgeheckt? Sowohl erfahrene Piloten wie Depailler als auch Neulinge wie Rosberg, alle sind sie auf der Suche nach Informationen, aber die Brabham-Crew beschäftigt sich nur damit, das rote Biest zu polieren. Jaboui, der den kleinen Renault-Motor gewohnt ist, beeindruckt das hintere Ende des Brabham besonders. Auch Clay Regazzoni hat in 108 Grand Prix-Rennen dergleichen noch nicht gesehen. Alles löst sich auf, als Niki Lauda das Visier seines Helms herunterklappt und losfährt. Der Brabham ist nichts anderes als ein überdimensionaler Staubsauger, der den Sog eines Gebläses nutzt, um den Wagen an die Straße zu pressen. Der Lotus-Crew bleibt der Atem weg, aber es funktioniert. Andretti steht auf der Pole, doch dahinter kommt die Staubsaugertruppe von Brabham mit Watson und Lauda. Lauda nimmt sofort die Verfolgung von Andretti auf. Die Zeit, die das Staubsaugerauto gegenüber dem Wing-Car von Lotus auf der Geraden verliert, macht es in den Kurven aufgrund des erzeugten Anpressdrucks wieder wett. Nach der Hälfte des Rennens belegt Lauda einen soliden zweiten Platz hinter Andretti. Der Amerikaner kann froh sein, vor Lauda zu fahren, denn die Wagen, die dem Staubsauger Brabham folgen, werden durch aufgewirbelten Gummiabrieb, Staub und kleine Steine behindert. Die anderen Teams können kaum glauben, was da auf der Strecke passiert. Watson fällt mit Kupplungsschaden aufgrund in die Maschine gesogenen Drecks aus. Aber Lauda klebt hinter Andretti bis Runde 39, als der Amerikaner sich verschaltet. Der Österreicher erkennt seine Chance und übernimmt die Führung. Andrettis Motor versagt 24 Runden vor Schluss und so holt sich Patrese den zweiten Platz vor Pettersen. Es ist der erste Alfa Romeo-Sieg seit den 50er Jahren, aber der politische Wind weht Brabham ins Gesicht. Andere Teams beschweren sich und so verbietet der Internationale Motorsportverband die Staubsaugerrennwagen. Den Sieg behalten sie, aber es ist der erste und letzte Auftritt des Brabham-Staubsaugers. Weiter geht es auf den zu jener Zeit hochmodernen Circuit Paul Ricard zum großen Preis von Frankreich. Brabham wollte der Zeit voraus sein. Es hat geklappt, aber es war nicht erlaubt. Also sitzt Lauda wieder in einem konventionellen Wagen.
Und auch ohne Gebläse pustet er die Konkurrenz weitgehend von der Strecke und ist Trainingsdritter. Tom Bay lebt sich bei McLaren ein. Hunt qualifiziert sich als Vierter, aber ihm fehlen die Rennresultate. Patterson reiht sich als Fünfter ein und Villeneuve ist nur Neunter. Paul Ricard ist eindeutig ein Goodyear-Kurs. Scheckter hat die siebtschnellste Trainingszeit und Patrese die zwölfschnellste. Jones ist noch eine Reihe dahinter auf 14. Fittipaldi steht in der achten Startreihe, während Maas in Reihe 13 das Ende bildet. Die ersten drei sind Lauda, Andretti und Poleman Watson, der gerade mal 500stel vor dem Lotus steht. Der Start in Frankreich. Watson kommt am besten weg, aber schon zum Ende der ersten Runde geht Andretti mit einem Lotus 79 in Führung. Der Kurs mit seiner langen Geraden und den schnellen Kurven ist wie gemacht für das Wing-Car. Das zeigt auch die Tatsache, dass Patterson im zweiten Lotus nach 10 Runden an zweiter Stelle liegt. The best of the rest ist James Hunt, der als einziger mit den beiden Lotus mithalten kann. Nachdem Hunt in Runde 15 an Watson vorbeigekommen ist, gibt es 40 Runden lang keine Positionskämpfe. Hinter den drei Führenden liegen Watson, Jones, Scheckter und Laffite. Das Rennen gleicht einer Prozession, aber es ist eine schnelle und aufregende Prozession, vor allem ganz vorne. Andretti holt sich den Sieg und baut seine Führung im Gesamtklassement aus. Und auch der zweite Patterson vergrößert seinen Vorsprung auf Lauda auf insgesamt 11 Punkte. In der Konstrukteurswertung ist Lotus absolut das Maß der Dinge. Mit 58 Punkten führen sie vor Ferrari mit 22. Die Italiener hinken hinterher. Reutemann wird in Frankreich Letzter, obwohl er die schnellste Rennrunde gefahren ist. Eine Viertelstunde vor dem Start zum Großen Preis von Großbritannien in Brands Hatch ist die Start- und Zielgerade überfüllt. Darunter der italienische McLaren-Pilot Bruno Giacomelli, auch wenn auf seinem Auto die irische Version seines Namens zu lesen ist. Ingenieur Foggieri spricht mit Villeneuve, John Watson mit Freunden und Carlos Reutemann mit dem Duke of Kent. Der Duke ist Ehrengast bei diesem Rennen. Und eines der Privilegien, die mit dieser Position einhergehen, ist das Treffen mit den Fahrern vor dem Start. Doch der König in der Startaufstellung in Brands Hatch ist Mario Andretti. Und sein Thronfolger heißt Ronnie Patterson. Der Lotus 79 ist mit Abstand das beste Auto in der Formel 1. Die beiden Piloten sind erfahren genug, damit umzugehen. Folgerichtig teilen sie sich die erste Startreihe. Die beiden Lotus gewinnen den Start. Nur in der Kurve hinter dem Fahrerlager muss Patterson einen Angriff von Scheckter abwehren. Doch schon den Hügel hinunter in der Drills Band, nach weniger als einem Drittel der ersten Runde, ziehen die Flügelflitzer nahezu ungehindert ihre Runden. Weniger gut läuft es zunächst für Hans-Joachim Stuck. Glücklicherweise beschädigt er sich seinen Shadow durch diesen Ausritt nicht. Und so kann er sich vom vorletzten Platz bis auf den fünften nach vorne arbeiten. Patterson kommt nicht so leicht wieder in Fahrt. Sein Lotus 79 hält diesmal nur 7 Runden lang, bis er mit einer defekten Benzinpumpe ausscheidet. Auch Andretti fällt nach gerade mal einem Drittel des Rennens aus. Scheckter führt zu diesem Zeitpunkt vor Lauda. Und auch beim Südafrikaner fährt der Fehlerteufel mit. Er muss mit Getriebeproblemen an die Box. Lauda liegt nun vor Reutemann an der Spitze. Als Lauda Giacomelli überrunden will, wird er blockiert und Reutemann schlüpft durch. Er ist der vierte und letzte Fahrer, der Führungskilometer sammelt, in einem der besten Rennen der Saison.
Carlos Reutemann nimmt den verdienten Applaus entgegen. Aber die Aufregung ist noch nicht zu Ende. Zumindest, wenn man den Offiziellen vom Royal Automobile Club und den Mann von Meuillet-Chandon beobachtet, wie sie den Sieger Champagner vorbereiten. Der Start zum großen Preis von Deutschland in Hockenheim. Hinten links endet das Rennen für Depailler noch bevor es richtig angefangen hat. Das Startsignal sorgt für Verwirrung und so fährt er seinen Tyrrell in Tombay's McNally. Die Lotus bilden wieder einmal die Spitze des Rennens und Andretti-Verfolger Patterson scheidet wieder einmal knapp 10 Runden vor Schluss aus. Der Star des Rennens aber ist Jody Scheckter. Als die Boliden zum zweiten Mal die Boxengasse entlang rasen, ist ihr letzter. In Runde 37 liegt er an zweiter Stelle und versucht sich an den zu überrundenden Fahrern vorbeizukämpfen, von denen er viele schon nach einem sagenhaften Rennen hinter sich gelassen hat. Ins Ziel kommt er nur 15 Sekunden nach Andretti und 12 Sekunden vor Lafitte. Alan Jones dagegen ist bedient. Er lag fast zwei Drittel des Rennens hinter den beiden Lotus, bevor er mit Vergaserproblemen ausschied. Wie 13 der 24 Starter in diesem zermürbenden Rennen wurde Jones ein Opfer der Hitze. Ein weiterer Sieg bedeutet weitere 9 Punkte. Mario Andretti sieht mehr und mehr wie der kommende Weltmeister aus, vor allem weil Patterson wieder nichts Zählbares einfährt. Nach dem eher künstlichen Stadionkurs in Hockenheim findet der nächste Lauf in der natürlichen Landschaft Österreichs statt. In einer ruhigen Minute nimmt Teddy Mayer von McLaren den Lotus 79 genauer in Augenschein. Ein Auto, das sein Team früher oder später nachbauen muss. Ronnie Patterson kommt dazu und lässt Teddy Mayer wissen, wie gut der Wagen wirklich ist. Und McLaren meint es offensichtlich ernst, denn Alistair Caldwell ist ein weiterer McLaren-Mann, der Betriebsspionage betreibt. Wie alle Rennwagen zu dieser Zeit ist der Lotus passgenau designt. Wer es sich bequem machen will, braucht Hilfe von außen. Eine typische Handbewegung, um den Mechanikern klarzumachen, wie das Handling des Wagens ist. Patrick Tombay ist erfahren genug, um das mit links zu machen. Mario Andretti sitzt ganz ruhig in seinem Lotus und wartet darauf, dass es endlich losgeht. Als extrem erfahrener Fahrer ist vor allem sein Feedback besonders wichtig für die Konstrukteure des Teams. Jody Scheckter, Ronnie Patterson und Mario Andretti werden alle durch Schirme vor dem österreichischen Regen geschützt. Falls Patrick Depailler auch einen haben möchte, muss er wohl oder übel seinen Namen in Elf Tyrrell City Corp ändern. Sponsorenschirme sind allgegenwärtig, aber Coolies am Band sind eine neue Erfindung. Neben Jochen Maas' Goodyear-Schirm sieht der von Reutemann aus, als hätte man ihn von einer Tankstelle geklaut. Der Regen lässt nach und Patrick Tombay geht gut gelaunt an den Start. Auf geht's zum Qualifikationstraining auf dem Österreichring. Doch das ergibt nicht viel Neues. Alles ist beinahe so wie immer. Die beiden Lotus in der ersten Reihe. Diesmal liegt Patterson 500stel vor Andretti. Überraschend dritter ist Jabouille im Renault. Der Turbo wird mit jedem Rennen besser. Es fehlt nur etwas an Konstanz. Am Renntag ist der Regen zurück und bis zum Start stehen die Autos mit Planen geschützt unter dem kleinen Vordach der Boxengasse. Es sieht so aus, als ob sich die Wolken verziehen würden und so starten alle auf Slicks.
Andretti ist der Erste, der diese Entscheidung verflucht. Schon in der ersten Runde kommt er von der Strecke ab. Patterson ist ein Meister mit Trockenreifen. Er passt die Power dem Grip an und findet die perfekte Balance. Wenn man sich die Motorengeräusche anhört, weiß man, wie vorsichtig die Piloten unterwegs sind. Nach 7 Runden wird der Regen stärker und das Rennen gestoppt. Obwohl die Sonne beim Neustart durch die Wolken bricht, starten alle auf Regenreifen. Patterson geht in Führung, aber nach 11 Runden kommt er in die Box und wechselt auf Slicks. Er kehrt als Fünfter auf die Strecke zurück und braucht lediglich 10 Runden, um sich wieder vor Villeneuve an die Spitze zu setzen. Nach 21 der noch 47 zu fahrenden Runden überholt Depailler dann den jungen Ferrari-Piloten und ist Zweiter. Das Rennen verläuft in vielerlei Hinsicht chaotisch, aber am Ende scheint die Sonne auf Pattersons zweiten Lotus-Sieg in Österreich. Mit diesem Erfolg schließt Patterson auf Teamkollegen Andretti auf. Aber es gibt eine Stallorder bei Lotus, die Mario Andretti zugutekommt. Historisch gesehen ist dieses Rennen auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Es ist der erste Podiumsplatz für Gilles Villeneuve. Die Sanddünen in Zandvoort sind voll mit Zuschauern. Es ist Grand Prix-Zeit in den Niederlanden. McLaren hat eine Art B-Team mit jungen Fahrern wie Bruno Giacomelli. Was keiner zu dieser Zeit weiß, Ronnie Patterson verhandelt mit McLaren über einen Platz im A-Team. Clay Regazzoni verhandelt ebenfalls mit Williams. Niki Lauda hat keinen Grund, sich zu verändern. Er ist zufrieden bei Brabham, die ihn auch behalten wollen. Regazzoni aber braucht dringend einen Wechsel. Das Shadow-Team ist nicht mehr das, was es mal war. Er kann sich noch nicht einmal qualifizieren. Mario Andretti hat dagegen keine Not. Er sitzt als Nummer 1 fest im Sattel des Lotus-Teams. Ronnie Patterson, der sich vertraglich hinter Mario Andretti einreihen muss, ist es leid, die Teamorder zu befolgen. Er tut es widerwillig. Der Brabham ist zweifelsfrei ein schönes Auto, aber es ist nun mal kein Wingcar. Ferrari hat die neue Technologie ebenfalls noch nicht eingeführt. Doch der Lotus 79 mit seinen Verbreiterungen neben dem Cockpit zeigt eindeutig, wo der Wind herweht. Die schmalen Kanten des McLaren verraten, dass dieses Auto der alten Generation entstammt. Momentan haben die Lotus einen ganz klaren Designvorteil und die beiden Piloten nutzen diesen aus. Erneut bilden sie die erste Startreihe. Anders als in Österreich ist Andretti wieder vorne, 3/10 vor Patterson. Danach folgen Lauda und Reutemann. Die Sonne strahlt, als sich die Rennwagen formieren. Hinter Niki Lauda in der dritten Reihe startet Gilles Villeneuve. Stark verbessert, aber immer noch ungestüm. Am Ende des Feldes befindet sich ein anderer Youngster, Nelson Piquet, in seinem dritten Formel-1-Rennen. Kurz vor dem Start stellt sich nur noch die Frage, wer der Erste hinter den Lotus sein wird. Als das Feld Richtung Tarzan-Kurve schießt, liegen Andretti und Patterson schon weit vor dem Feld. Auf dem Weg durch die Dünen im hinteren Teil des Kurses ist es Lafitte, der sich als erster Verfolger präsentiert, nach einem Blitzstart aus der dritten Reihe. Nach der ersten Runde bildet sich auf der Start- und Zielgeraden schon eine Lücke zwischen den Lotus und dem Rest des Feldes. Andretti führt vor Patterson.
Ende der Geraden folgt die berüchtigte Tarzan-Kurve, eine 180-Grad-Kehre, die Andretti mit seinem Lotus 79 meisterhaft beherrscht. Nach 5 Runden hat sich das Feld formiert. Andretti und Pettersen einsam vorneweg und danach folgen Niki Lauda, Reutemann und Watson. Dann kommen Fittipaldi, Villeneuve, Lafitte und Jones. Dann gibt es eine Lücke bis Hunt, Depailler, Tombay, Jabouille, Stuck, Scheckter, Rybakwe und Rosberg, Piquet, Giacomelli und Brambilla. Vor ihnen allen aber fährt Mario Andretti seinen nächsten Start-Zielsieg nach Hause. Ronnie Pettersen wird Zweiter. Als Andretti abgewunken wird, überrundet er fast noch Lafitte, der zum zweiten Mal Achter wird. Der Sieg ist eine erneute Demonstration, wie weit der JPS Lotus 79 technisch den anderen Wagen voraus ist. Kein Wunder, dass Niki Lauda auf dem Podium kaum zu sehen ist. Rund 12 Sekunden fehlen ihm auf die beiden Lotus-Fahrer, die im Formationsflug die Linie überquert haben. Aber genau diese zeitliche Nähe macht Pettersen unzufrieden. Er ist sich sicher, dass er seinen Teamkollegen schlagen könnte, aber sein Vertrag verbietet das. Die Aussicht, Teamleader bei McLaren zu werden, ist verlockend. Auf einen Ausfall von Mario Andretti im Rennen um die Weltmeisterschaft zu hoffen, allerdings nicht. Es ist September, traditionell das Datum für den großen Preis von Italien in Monza. Eines der Rennen mit der größten Faszination im Formel-1-Kalender, mit einer langen Geschichte und einem enthusiastischen Publikum. Fast alle sind gekommen, um Ferrari zu feiern. Aber dieses Auto und dieser Mann wollen den Fans das Wochenende vermiesen. Die Lotus 79 mit Mario Andretti und Ronnie Pettersen waren die Saison über zu dominant, als dass Ferrari hier wirklich eine Siegchance hätte. Doch die Fahrer geben die Hoffnung nicht auf, obwohl ihre Rennwagen wie der McLaren M26 derzeit weit hinterher sind. Die Teams hoffen auf ihre Designer, dass sie die Herausforderung annehmen und einen Wagen konstruieren, wie den bahnbrechenden JPS Lotus Flügelrennwagen. Clay Regazzoni ist einer der wenigen Fahrer, die zumindest in etwas so Ähnlichem wie einem Flügelrennwagen sitzen. Aber sein Shadow-Team hat den Designer abgeben müssen und sich in Diskussionen mit Arrows zermürbt. Der Shadow kann in keiner Weise mit Colin Chapmans Entwicklung mithalten. Emerson Fittipaldis Kopaczuka hat sich kontinuierlich verbessert, aber mit dem Erscheinen des Lotus ist auch dieses Design hinfällig. Brabham hat mit seinem Staubsaugerwagen einen neuen Schritt gewagt, aber die politische Reaktion ließ nicht mehr als einen netten Versuch zu. McLaren hat für die nächste Saison ein Ass im Ärmel. James Hunt hat an Schwung verloren. Außerdem läuft sein Vertrag zum Ende des Jahres aus. Ronnie Pettersen wird ihn ersetzen. Und dann vielleicht noch mit einem jungen Fahrer wie Brasiliens Nelson Piquet oder Italiens Bruno Giacomelli das neue Team bilden. Für Mario Andretti ist das Einzige, was im Moment zählt, der Weltmeistertitel. Ein Sieg hier und im nächsten Rennen in den USA würden diesen Traum wahr werden lassen, selbst wenn Pettersen beide Male seine obligatorischen zweiten Plätze holt. Ein Ausfall in einem der drei letzten Läufe würde allerdings auf ein Entscheidungsrennen in Kanada hinauslaufen. All diese Gedanken müssen ihm kurz vor Trainingsstart durch den Kopf gegangen sein. Jetzt weiß auch Patrick Tombay, dass sein neuer Teamkollege nächste Saison Ronnie Pettersen sein wird. Diese Personalie ist in der Woche vor dem Rennen bekannt gegeben worden. Der Franzose hatte wahrscheinlich gehofft, dass er befördert würde, wenn Hunt das Team Richtung Woll verlässt. Aber er ist Realist genug, um zu wissen, dass jetzt Pettersen die Nummer 1 sein wird. Viele sind der Meinung, dass Ronnie Pettersen nur aufgrund der Stallorder der zweite Mann im Lotus-Team ist und daher für jedes andere Team eine Führungsperson wäre. Immer in der Lage, die großen Fahrer von Ferrari, Brabham und eben Lotus unter Druck zu setzen.
Für Patterson ist der Wechsel zu McLaren eine Herausforderung, die er gerne annimmt. Aber nun ist es Zeit, die Zukunftsgedanken abzustellen und sich auf den Job im Hier und Jetzt zu konzentrieren. Brad Langers McLaren fährt als erster aus der Boxengasse zum Training. Ihm folgen Brambilla, G-Max, ein italienischer Privatier, der die Qualifikation verpasst, Piquet, Patrese, Rebacque, Giacomelli, Fittipaldi, Jones, Scheckter, Villeneuve, Dalli, Blekemolen, Hunt, Tombay, Andretti, Lafitte und Pironi. Niki Lauda darf als Vierter in die Startaufstellung fahren. Zwischen ihm und dem Polemann Andretti stehen zwei Newcomer in den ersten beiden Reihen. Villeneuve hat die zweitschnellste Trainingszeit und der Turbo Renault mit Jabouille holt sich den dritten Platz. Der Kanadier hat die Herzen der Ferrari-Fans gewonnen, weil er sich 9 Plätze vor seinem Teamkollegen Carlos Reutemann qualifizieren kann. Als die Mechaniker noch einmal auftanken, was 1978 erlaubt war, haben die Ferraristi wieder Hoffnung, dass sie den schier unbesiegbaren Mario Andretti in seinem Lotus doch schlagen können. Jones steht als Sechster mit Patterson in der dritten Startreihe. Watson als Achter in der vierten Reihe neben Scheckter. Ein müder Reutemann zurück in Reihe 6 und hinter ihm Fittipaldi. Als das Feld nach der Einführungsrunde sich zum eigentlichen Start formiert, macht es den Eindruck, als ob die erste Reihe noch nicht ganz angehalten hat, bevor das Startsignal gegeben wird. Der Frühstart und ein die Boxenmauer entlang preschender Patrese sind zwei der Gründe für die Massenkarambolage in der ersten Schikane. Hunt dreht sich und in den daraus folgenden Crash sind 5 weitere Wagen involviert. Darunter auch Patterson, der Kopf über an die Leitplanken knallt. Sein Wagen fängt Feuer, aber Hunt ist mutig genug, den Kollegen mit schwer verletzten Beinen aus dem brennenden Wrack zu bergen. Das Rennen wird abgebrochen und Notärzte kümmern sich um den Schweden. Alle sind geschockt. Fahrer und Streckenposten realisieren erst nach und nach, was passiert ist. Einige stehen betroffen und fassungslos herum. Andere versuchen, irgendwie zu helfen. Es gibt nicht viel, was sie für den Kollegen tun können. Sein Wohl liegt jetzt in den Händen der Ärzte. So schwer es auch fällt, für die Fahrer ist es das Beste, sich auf den Weg zurück zu ihren Teams in die Box zu machen. Mario Andretti ist geschockt. Er wurde wie der Rest des vorderen Feldes erst nach der ersten Runde gestoppt. Als ihm ein Arzt entgegenkommt, will er, dass der Arzt einem Teamkollegen hilft. Niki Lauda gehörte auch zu der Führungsgruppe und sieht das ganze Ausmaß erst jetzt. Umringt von der Presse macht er sich auf den Weg in die Box. Letztlich wird Patterson ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind ernst, aber nicht lebensbedrohlich. Das Rennen soll fortgesetzt werden. Das Rennen geht weiter, aber die Formel 1 versinkt in Trauer, denn in der Nacht stirbt Ronnie Patterson. Nicht aufgrund der Verletzungen, sondern wegen eines Ärztefehlers auf dem Operationstisch des Mailänder Krankenhauses. Und auch das Rennen ist kein Rennen mehr. Keiner ist bei der Sache und es endet im Fiasko. Andretti und Villeneuve werden wegen Frühstarts mit einer Strafminute belegt. Nebensächlichkeiten in einem wieder mal vom Tode überschatteten Rennsport. Ohne Ronnie Patterson gibt es keinen mehr, der Andretti gefährden kann. Er ist Weltmeister und daher im Fokus jeder Kamera, die beim großen Preis der USA in Watkins Glen in der Startaufstellung zugegen ist.
So hatte man sich das Ganze nicht vorgestellt. Trotz aller Konkurrenz hat Mario Andretti eine gute Freundschaft mit seinem Teamkollegen verbunden. Sein Tod trifft ihn sehr. Und er ist nicht allein. Der Verlust eines echten Rennfahrers, der immer alles gegeben und eine gute Show geliefert hat, geht allen nahe. Egal ob Kollegen, Gegnern oder Fans. Neben all der Tragik haben die Amerikaner die sportliche Hoffnung, dass Mario Andretti der erste Amerikaner sein wird, der Watkins Glen gewinnt. Aber nach drei Runden lassen seine Bremsen nach und schließlich auch der Motor. Carlos Reutemann übernimmt die Führung und rettet diese ins Ziel. Mit Reutemann als erstem, Jones als zweitem und Scheckter als drittem ist es der Rekordkulisse noch nicht einmal vergönnt, ihren Champion auf dem Podium zu sehen. Für Andretti ist es ein Tiefpunkt in einer Saison, die bis dahin so fantastisch verlief. Und beim Grand Prix in Kanada wird es nicht besser. Andretti geht von Platz 9 ins Rennen, wird Zehnter und Lokalmatador Gilles Villeneuve gewinnt sein erstes Formel-1-Rennen vor heimischer Kulisse. Mit dem ersten Platz für Mario Andretti und dem zweiten für den verstorbenen Ronnie Peterson kann Lotus auf eine wahrlich weltmeisterliche Saison zurückblicken. Mit 6 Siegen ist Mario Andretti der zweite Amerikaner überhaupt, der die Formel-1-Krone gewinnt. Ein würdiger Weltmeister und eindeutig der Fahrer der Saison 1978.